Hallo und... Oh, es fängt direkt an zu regnen. Nee, nicht Clear Weather, sondern... Oh. So. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von dem T3C Parcours. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben bei dem Snowfall Field. Es ist hart. Mal schauen, wie es klappt. Machen wir easy. Time Challenge Startline Wooden Plank. Okay. Warte mal, was ist hier hinten in den Kisten? Also. So, hüpfen wir hier schön über die Bäume. Und dann hier rein. Floating Ice Cubes. Okay. Ist noch alles machbar. Also es ist natürlich alles machbar. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Entschuldigung, was macht ihr da? Mann, oh Mann. So, nächste Stage geschafft. Ist ja ein leichtes für uns. So, immer aufpassen, ob nicht irgendetwas über unserem Kopf ist. Ich würde sagen, ich bin auch so ein bisschen verstört von den. Oh. Immer noch so ein bisschen verstört von der einen Adventure Map mit dem Eis. Das hat mich echt ein bisschen gebrochen. Ah. Eigentlich, wenn ich das sneake, müsste ich das doch auch schaffen. Eigentlich hält man sich doch dann fest. Na, keine Ahnung. Wir gehen einfach auf den unteren Block drauf und können dann ganz easy da hochjumpen. Oh, zack. Und zack. Ein leichtes Sorry, the water had frozen. Ja, ja, du mich auch. Jetzt müssen wir hier aufs Dach. Aber niemandem verraten. Es gibt nur Ärger. So. Huch, gab's einen kleinen Lag. Jump hier. Machen wir das auch. Und hier rein. So, nächste Stage. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet, wie viele Stages die Ice Challenge hier hat. Aber ich glaube, wir sind schon gut dabei, weil wir gefühlt schon einmal hier drumrum gesprungen sind. Darum gehe ich davon aus, dass wir eigentlich gut dabei sind. So. Einfach mal spekuliert, dass ich hier hin muss. And this stage takes a long time to complete. Okay. Sehr habe ich damit kein Problem. Je nachdem, ob ich am Ende runterplumpse oder nicht. So. Hier können wir normal rüber hüpfen. Hier auch. Zack. Ne, Quatsch. Ich wollte gerade was Dummes sagen. Vergesst, dass ich hier angesetzt habe, irgendwas zu sagen. So. Oh, da wollte ich fast ein bisschen zu viel. Aber warte mal, den mache ich hier, glaube ich, in Verbindung. Achso, man soll hier unten hin. Dann ist alles gut. So. Aufpassen, dass ich mir nirgendwo den Kopf stoße. Ah, ist das Bait oder nicht? Es ist safe ein Bait. Ich komme doch hier nicht mehr hoch. You have been fooled. It is not gold. It is a diamond.
This is not the end of the challenge. You have reached the fake ending. Ah, cool. Aber man wird hier oben wieder hintippet. Das ist nett. Warte mal. Hätte man das Ganze skippen können? Na? Ich glaube, das wäre theoretisch machbar. Aber egal, es wurde ja mal in den Regeln gesagt, man soll hier nichts cutten. Wollen wir uns auch da mal dran halten, ne? Das war ein bisschen dumm. Übersprinte ich nur beim letzten nicht, der am weitesten ist. Habe ich auch nicht anders verdient, dass ich da runterfall. Ups, die mache ich nochmal, weil ich angefangen habe mit Steuerung zu sprinten. Ich möchte ja, sofern es geht, die Challenge hier oder die Map schaffen ohne. Time Challenge Endpoint. Haben die da unten was zu sagen? Ah, keine Ahnung. So, Glückwunsch. Wir haben Challenge 4 bestanden. So, ich glaube, die 5 und 6 waren hier auch irgendwo. Genau. Challenge 5. Rocky Temple. Oh, extrem. Ob wir das schaffen? This challenge is really hard. You should try the other easier challenges before this. Okay. Steht hier noch? Achso, da geht's weiter für die nächsten. Ah. Wollen wir das mal hier irgendwie hinkriegen, ne? Und der war ja jetzt noch nicht extrem hier. Okay. Ah, oh, das war fast gut. Das war fast gut. Okay, er hat jetzt was mit Timing eingebaut. Okay, ich muss auch nicht sprinten. Aber das ist ja hier... Mann, das ist so Karma, dass ich da runterfall. Weil ich sagen wollte, das ist ja hier recht einfach. Ich weiß nicht, warum ich da gerade in dem Moment springen wollte. Ach Mann, ich stelle mich schon wieder dumm an. So, finde ich schön, dass der Schalter das übrigens unterbricht. Achso, da muss ich dann quasi in 1 so rüber, okay. Nicht gesprintet. So. Es ist doch bis dato alles gut machbar. So, was müssen wir hier machen? Okay, erstmal vielleicht sprinten oder den Sprung richtig machen. So. Kann man ja ganz easy hochspringen. Hier müssen wir warten, bis wir unten sind. Ja, sprinten wäre schon was Tolles, ne? Schon wieder fast den Block hier oben vergessen. Ich glaube, ich muss so ein bisschen aufpassen, während ich runterplumse. Da wird, glaube ich, noch ganz kurz mein Movement gebrochen. Und kann ich vielleicht mal nicht sprinten oder den Ansatz machen zum Rüberspringen, wenn ich gerade nach oben gehe? Ach komm schon. Es wäre so viel schöner, wenn die... Oh.
So viel schöner, wenn wir die Sprinttaste benutzen dürften, ne? Ach, ich laufe einfach nur runter. Ah, ich habe den Block schon wieder über mir vergessen. Ey, stell mich gerade aber wieder sehr blöd an. Okay. Oh, schon wieder knapp. Auf den komme ich ja eh einfach drauf. Muss auch nicht springen. Okay. Komm, das ist nicht schwer. Eigentlich schon, wenn ich die Sprinttaste nicht benutzen darf. Es ist nicht schwer. Okay. Mal das, ich mache einen normalen. Mach einen normalen Jump. So. Ist auch ein leichtes. So. This stage may cause lags. Achso, weil da oben auch noch was fährt. Okay, ich habe quasi eine Rotation Zeit. Ich weiß nicht, warum ich dann springe, wenn die... Oder wenn gerade die Rotation kommt. Okay, ich sollte wahrscheinlich versuchen zu sprinten. Ach Mann! Mann! Okay, hier muss ich Ecke springen. Gar kein Problem. Skippen wir das hier? Nein, wir dürfen ja nicht skippen. Ist das gewollt? Ja, dann fange ich mal wieder von hier unten an. Ach Mann. Ich glaube, den werde ich skippen. Ist da. Oder der scheint so ein bisschen hinterher zu hängen. Ach Mann, das ist blöd, wenn der Sprint abgebrochen wird. Das wäre halt echt so viel angenehm. Ah, springe ich zu weit. Es wäre so viel angenehmer, wenn wir die Sprinttaste drücken dürften. Kann man eigentlich von den Pisten so hochgebounced, dass man quasi... Aber nee, das wäre Quatsch. Ach, ich könnte vielleicht auch mal anfangen zu springen. Wäre Wunderbärchen. Also, I mean, ich bin gesprungen. Halt nur nicht gesprintet. Ah, Mann. Ach, dass der Sprint aber auch gecancelt wird durch diese blöde Pistenbewegung, ist echt ein bisschen ätzend. Da mache ich keine Ahnung was. Wenn es weitergeht, nutze ich Sprinten. Also Steuerung. So. Den skippen wir ja. Meine Güte. So.
Okay, hier stehen wir zumindest einen Moment. Ah. Achso, das ist quasi ein Checkpoint. Okay, cool. Da dachte ich, ich habe noch genügend Zeit. Sehr schön. Die Tür soll bestimmt aufgehen, ja. Es war sehr spät. Ah, da bin ich nicht gesprintet. Bin ich auch nicht gesprintet. Da bin ich gesprintet, aber diesmal zu spät. Ich glaube, der mag die Treppe nicht. Okay. Wir machen das von hier unten aus. Ah, Gott schon. Wenn ich Shift gedrückt hätte. Okay, warte mal ganz kurz. Jetzt mal den hier auf 12 runter. Ist glaube ich aber trotzdem, weil hier so viele Pistons sind. Egal, ich würde sagen, das Pistenproblem gucken wir uns in der nächsten Folge an. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.